Was für eine Toxic Base. Die passt richtig gut zu uns, no joke. Ey, die Romatra, das ist wirklich ein Next Level hier. Ich finde dich geil, Redi. Digga, Romatra, das ist einfach, also wenn diese Base irgendwann das Tageslicht erblickt, schau Leben. Ich werde jetzt Romata beibringen, wie man eine geile Base baut, weil der weiß das nämlich nicht. Und deshalb zeige ich dem das, weil ich bin ein extrem guter Spieler. Oha, mashallah. Wir starten am Freitag das Projekt, richtig? Mhm. Freitag starten wir das Projekt, meine Freunde. Also, passt mal auf. Wenn ihr eine Base baut, dann ist die eigentliche Meta, und ich denke mal, das können sehr viele Leute hier bestätigen, für eine Grundbase erstmal folgendes. So. Und so sieht dann meistens erstmal eine Base quasi im Großen und Ganzen aus. Das heißt, man hat hier zwei Türen, die sich ineinander öffnen. Das heißt, das ist schon mal falsch. So, und zwar ist genau das Ding. Wenn beide Türen auf sind, kommt derjenige nicht rein. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Schleusenprinzip wieder. Dann muss man natürlich schauen, wo stelle ich diesen Spind hin. So, und den stelle ich meistens ganz nah ran an die Wand und gucke, dass ich den irgendwo mittig geklippt bekomme. Und zwar hier irgendwie so. Ja. Was hältst du von einem Sechseck? Mega die geile Form. Geil, oder? Findest du das geil oder findest du das scheiße? Das finde ich schon mal viel, viel geiler. Okay. Weil dann können wir nämlich das hier als Kokon. Als Kokon nehmen. Ja. Das heißt, von innen sind wir quasi so. Ja, genau. Finde ich gut. So. Und haben schon mal genug Platz. So, dann können wir doch direkt... Guck mal, Romatra, warte, hör mir zu, okay? Ja, ich höre dir zu. Wir machen das jetzt gemeinsam. Man kann auch direkt voll geil dann in der Symmetrie bauen. Guck mal hier, dann machen wir hier eine Treppe hoch. So, weißt du? Oder? Wir brauchen keine zwei Treppen. Aber sieht geil aus. Aber warte. Aber das nimmt Platz weg. Ich hasse es, wenn es Platz weg ist. Aber ist doch viel geiler von der Symmetrie her. Guck mal, und darunter den Platz können wir easy für Schlafsäcke nutzen. Nee, weißt du kannst darunter keine Schlafsäcke platzieren. Ach, das werden wir jetzt mal sehen. Kisten meine ich, klar. Kisten kannst du da auch nicht drunter platzieren. Ist es so? Es ist leider so, ja. Ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Man kann keine Kisten darunter setzen. Yikes. Ja, warte. Dann, Romatra, guck mal. Was ist denn, wenn wir das Sechseck noch eins größer machen? Also quasi den äußeren 2 hoch machen. Ja, wir können zum Beispiel, warte, wir können ja dann hier so machen, oder? Oder wie hattest du dir das vorgestellt? Ja, so ungefähr, genau. Das heißt, du willst jetzt hier quasi, guck mal, hier könnte man dann, Romatra, schau mal. Ja, ich guck. Hier könnte man dann honeycomben, richtig? Ja, genau, von mir aus können wir es so machen. Und dann machen wir vorne, da wo es halt dicker ist, den safen Eingang hin. Und wir müssen hinten aber auch nochmal dicker, weil hinten sind ja jetzt auch, hinten sind ja keine Honeycombs gerade. Und ich weiß nicht, wie wir das machen würden. Uff, das ist big. Ja, ich weiß, aber wir sind ja auch 6 Leute, ne? Ja, wir sind 6 Leute, wir brauchen auf jeden Fall was Dickes. Wenn wir alle zusammen farmen und das bauen, dann ist das auch, dann dauert das auch nicht so lange, Bro. Ja, das stimmt schon. Mach doch hinten. Auch so, guck mal. Jetzt ist es wieder symmetrisch, wenn du hoch drüber fliegst. Dann kannst du hier wieder Honeykuchen überall, wie du magst. Das ist ja dein Lieblings, machst du am liebsten von allen Sachen. Ja, aber Bro, das ist halt wirklich, Digga, wenn wir später gebase-rated werden, no joke, das ist wichtig. Ja, ich glaub dir das. Also normalerweise hat man 2 Layer Honeycomb, oder? Auf der anderen Seite, Romatra, kommt die Garage hin. Ja, genau. Hier, weißt du? Finde ich gut, ja. So, dann machen wir hier ein doppeltes Garagentor hin. Mega geil, weißt du? Ich würde gerne viel größer bauen. Ich denke, du denkst zu klein. Nein, wir gehen in die Höhe, Bro. Wir gehen in die Höhe, wie OP. Ich will mehr Platz in meiner Garage. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir müssen hinten keine Garage. Lass mal, verwerf die. Ich will meine Garage selber bauen. Darf ich meine Garage selber bauen? Wieso machen wir hinten nicht einfach alle Öfen rein? Wieso machen wir hinten nicht 7 Öfen rein oder so? Und kein Honeycomben? Doch, davor halt. Guck mal, wir Honeycomben halt, genau. Honeycomben mal davor. Ja, aber du kannst ja, egal wie du deine Base baust, du kannst ja immer noch ein Layer Honeycombs drumherum ziehen. Weißt ja, du, aber das soll ja auch geil aussehen. Checkst du, was ich meine? Ja, ich finde, geiler sieht es tatsächlich ohne Honeycombs aus. Ja, natürlich sieht es geiler ohne aus, aber ich meine, jetzt ganz ehrlich, Romatra, unten ist halt die Basis. Weißt du, was ich meine? Der Server ist auch nicht 24/7 online. Das muss man bedenken. Ich hätte einfach eine schöne Base gebaut, die was aushält. Von mir aus können wir da auch drum honeycomben, aber Honey. Ich finde das hier zum Beispiel... Ich finde das schon ganz geil. So, dann machst du hier quasi den Eingang vorne bei dem Alter, Dabber. Wie OP! Und dann so richtig, so spitz willst du es zulaufen lassen, mit so einer doppelten Tür vorne, also quasi ja, hier. Ja, wieso nicht, oder? So hast du es ja auch gemacht. Die Idee finde ich nicht schlecht. Ach so, nee, so viel Türen brauchen wir nicht. Doch, weißt du warum? Und jetzt kommt's. Pass auf, soll ich dir erzählen? Ja. Du wirst es hassen, aber es ist eine Verteidigungsmeter. Pass auf. Und zwar, guck mal hier, wenn es jetzt so ist, dann kommt man nicht rein. Checkst du? Das ist mega geil. Das ist mega geil, weil die Türen halt ineinander blocken. Das heißt, da muss keine Tür hin an die andere Seite. Da können wir auch wieder eine normale Wand hinmachen. Aber ich finde die geil. Ja, wir müssen aber hier noch so machen. Guck mal. Das müssen wir auch noch verhandikumpen. Also, das kannst du ja einfach diese Wand hier wegmachen. Weißt du, ich meine, über der ich jetzt fliege, wenn du die wegmachst, bist du ja in der Base drin. Weißt du, was ich meine? Dann muss man aber auch hier die wegmachen, Romatra. Aber hier ist ja auch eine. Ja, genau. Hier muss man auch, warte kurz. Und noch eine Palisade außenrum. Ja, klar. Trimax wird die Base hassen. Ich hasse die Base auch ein bisschen, aber. Wirklich? Ein bisschen mag ich sie auch. Ja, sie ist schon wieder viel zu über
überdimensioniert. Aber Bro, die sieht doch ein bisschen geil aus, to be honest. Ja, ein bisschen geil sieht sie aus. Guck mal hier, und jetzt kann man einfach noch voll geil hier eine Falle hinsetzen. Hier, kannst du so eine Shotgun-Falle hinsetzen. Boom. Also ich fühle die irgendwie schon, Rumatra. Vor allem da drüber die Etagen müssen ja nicht gehoneycombt werden. Weißt du, was ich meine? Der Eingang ist so fett. Ja, der Eingang ist wirklich... Ich hasse den Eingang. Den machen wir mal weg jetzt hier. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Wir bauen jetzt hier erstmal die geilste Rust Base aller Zeiten. Deutsche Pentagon. Romatra, deutsche Pentagon einfach. Deutsche Pentagon. Das ist geil, das ist wirklich aus. Wir könnten es tatsächlich noch komplett symmetrisch machen. Wie denn? Wenn wir alles rechts einmal abreißen und nochmal was dran bauen, dann haben wir noch mehr Platz. Ja. So, warte, ich guck mal kurz in den Upkeep rein. 5.000 Steine pro Etage. Und 24 Stunden. 24 Stunden, das heißt, mit 5.000 Steinen kämen wir mit der Base fast mehrere Tage aus. 3 Tage. Ja. Das ist doch geil. Also und ich würde es nicht größer machen, muss ich ehrlich sagen. Sieht übelst geil aus. Ich glaube, das wird auch geil. Weil hier die Ecken, die können wir halt richtig geil als Türme benutzen. Ja? Da können richtig 1A Wachtürme drauf. So, was ich dir zeigen wollte war, das finde ich wirklich sau cool. Komm mal her. Oh nein, du bist wieder Garagengang, ne? Ja, ich will einen Garagengang machen, aber ich will einen coolen Garagengang machen. Warte mal. Ich habe mir vorhin einen Base-Design für 4 bis 10 Leute angeschaut und die haben nur mit Luken gebaut. Die bauen nämlich einfach 3x3 und dann um das 3x3, was ich auch sau cool finde, einfach einen riesigen Verteidigungsring drumherum. Ja, fühle ich. Cooler, lass das auch mal ausprobieren. Das ist jetzt Base Design 1, okay. Und jetzt bauen wir noch Base Design 2 und schauen, wie das aussieht. Ich würde auch gerne die Foundations weiter auf dem Boden bauen. Weil ja, das auf jeden Fall. Aber wir haben so ein... Bro, weißt du, okay, ich formuliere das hier trotzdem mal aus, das Base Design noch währenddessen, ja? Ja, okay, ich baue mal so lange mein Base Design, was ich cool finde. Baby, komm mal kurz her, ich brauche deine Meinung zu dem Layout. Komm mal. What the f***? Auch geil. Oder in der Mitte ist unser 3x3-Base. Guck, so. Und außenrum haben wir halt unsere Schutzlayer. Fühle ich auch. Und hier der Innenhof, alles voller Fallen, wa? Ja, genau. Hier in den Innenhof können wir ein paar Sachen reinbauen. Spikes und sowas, ne? Ja, genau. Spikes und so, dass die da nicht rumspringen können und so eine Scheiße. Wie nervig. Voll geil. Ich mache das hier oben trotzdem mal fertig, aber ich glaube sogar, ich muss gestehen, dass deins geiler ist. Oh, danke. Aber wenn wir jetzt halt schon mal drauf schauen, ja, da sind wir schon bei 13.000 Steinen. Das ist zu groß. Gang. Okay, komm her. Ich hab's. Das sieht interesting aus, mein. Kann man hier auch wieder so, da zieht man einfach hier draußen die Wände hoch und hier drin ist die Base von einem. Genau, dann platzierst du überall Spikes und so drin und... Was für eine toxic Base. Die passt richtig gut zu uns, no joke. Ich glaube, to be honest, deins ist geiler. Ey, Romatra, das ist wirklich next level hier. Und dann halt hier richtig viele Türen rein, weißt du, damit halt die Türen ineinander stacken. Rebi, sag mal, wie findest du? Finde ich übergeil, Romatra. Finde ich super geil. Flieg mal ein bisschen rum, dann können wir wieder deine Türme bauen, die du bauen wolltest. Guck hier, dann bauen wir hier wieder deine Türme. Okay, jetzt lass mal hier ganz kurz, ja, Romatra, dran nervig, aber wir müssen Honeycomben. Nein, hier finde ich gut. Hier finde ich Honeycomben gut. Machen wir gerne. Okay, für viele Leute, die gerade nicht wissen, was wir gerade machen, das nennt sich Honeycombing. Das ist eine Meta, die uns erlaubt, gegen Raketenwerfer und Explosives und sowas richtig gut abzusichern, damit wir halt hier nicht weggebombt werden. Und dann Romatra und dann hier noch ein Palisadenwald drumherum, weil der braucht ja auch keinen Abkeep. Ja, ja. Oh, Junge! Das hier, Romatra. Guck mal hier, dieser Raum hier. Weißt du, was das hier ist? Ja, was? Das hier ist unser Schlafsaal. Boah, sexy. Ja, das und ist geil. Und man kann sogar im Schlafsaal Fenster haben in den Innenhof. Ich finde dich geil, Revi. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dich übel geil finde. Ey, Romatra, jetzt ist aber auch mal langsam gut. Jetzt wird's zu stark. Okay, ich muss dir sagen. Und jetzt mal angenommen. Ich setze jetzt hier so Fenster hin, ne? Dann können wir Leute in so eine Schleuse reinlassen. Und wenn die sind, können wir die einfach von hier oben abschließen. Von hier oben abballern. Das gefällt mir mega gut. Großer Fan. Romatra, wir bauen einfach Butzbach gerade. Ist dir das klar? Ah, genau. Und hier oben, Revi, machen wir dann so, dass man sich ja auf dem äußeren Ring quasi bewegen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, halt so ein Säulengang, ne? Ja, meine ich auch. Ja, wollte ich genauso machen. Genau, ja, so. Digga, und weißt du was, Romatra? Alter, das ist aber, jetzt hört's aber mal auf. Jetzt wirst du komplett abdrehen, okay? Das passt nämlich genau. Nee, wir machen, oh mein Gott, wie cool. Romatra. Zeig. Putzbach. Finde ich chillig, gefällt mir. JVA Butzbach. Also ich muss sagen, fühle ich. Digga, Romatra, das ist einfach, also wenn diese Base irgendwann das Tageslicht erblickt, ciao Leben. Ja, es leckt gerade wieder. Jetzt bin ich rausgeflogen. Bist du auch rausgeflogen? Ja, Romatra, der Server ist down, wa? Ja, der Server ist down. Aber ganz ehrlich, Romatra, wir haben's. Ich glaube, das ist geil. Türme noch außen dran, weißt du? Ich denke auch, dass das geil ist, ja. Dann noch große Wand drumherum mit aus Palisaden. Mhm. Palisadenwand drumherum. Und in den Palisadenwänden können wir dann Sachen bauen wie Smelt und so. Öfen und so, ja. Fühle ich sehr.